So Freunde, und zwar will ich euch heute eine neue Waffe vorstellen, die es seit dem Event gibt, die man auch kostenlos bekommen kann. Und zwar ist das die Dragonier und ja, einige haben sie schon bereits vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich mache das auf meinem Kanal auch für euch. Ich will euch mal meine Meinung dazu abgeben, wie ich diese Waffe so finde. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und denkt daran, Freunde, ihr könnt mir kostenlos auf Instagram folgen, damit ihr keine neuen Videos und Gewinnspiele mehr verpassen könnt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Video an. Also Freunde, wir gucken uns jetzt gemeinsam das, ja, die Waffe Dragonair an. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon Dragonair, sagt euch vielleicht was. Auf jeden Fall soll das ein richtiges Monster sein. Ich habe sie mir extra jetzt einfach mal hochgelevelt. Ich habe alle Waffen von diesem Event bekommen durch diese Lamas. Da habe ich ja ein Unpacking bereits gemacht. Und ja, ich habe mir gedacht, Freunde, okay, ich stelle sie euch auch mal hier auf meinem Kanal vor. Ich habe sie, glaube ich, bei die Panda-Zone auch schon gesehen. Ich habe da mal ganz kurz reingeguckt, aber ich wollte mich selber mal, ich sag mal, überraschen lassen, was diese Waffe so kann. Und ich habe sie auf Blitzlevel 82 gemacht und Freunde, sie hat einen SPS-Wert von 82.040,1 auf Blitzlevel 82. Das ist von den SPS, also Schaden pro Sekunde, ja, ist das die stärkste Waffe anscheinend, die ich hier in meiner Liste habe. Stärker als meine Nocturno. Meine Nocturno hat 40.000 SPS und die Dragonair hat 82.000, also etwas mehr als das Doppelte. Ich habe sie ein bisschen gespielt. Sie ist eine Nahkampfwaffe, keine Fernkampfwaffe, ist eine Shotgun, Schrotflinte. Und ich kann nur sagen, Freunde, die hat echt einiges weggefegt. Ich habe einen Schaden ein bisschen hochgelevelt, hatte noch ein bisschen Vorteil plus oder Vorteil fix übrig, habe das ein bisschen noch reingepackt und Freunde, ich habe mir gedacht, ich stelle sie jetzt euch vor, ja. Meine Vorteile, was ich hier habe, habe ich jetzt einfach mal so gelassen. Kritische Trefferwertung, nochmal kritische Trefferwertung, das kann ich, glaube ich, nochmal ändern. Das mache ich dann, sobald ich halt die Punkte dazu habe. Das Element, wenn man da ein Element draufpacken will, kann man das gerne tun. Aber ich wollte die Waffe einfach mal auf komplett physischen Schaden lassen. Also komplett den Grundschaden damit erhöhen. Damit reißt die Waffe sogar die Elementargegner weg. Dann den Schaden habe ich ein bisschen erhöht und hier Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Die Waffe hat hier als letztes Perk Schaden durch diese Waffe verlangsamt, das Ziel 6 Sekunden lang um 30%. Das heißt, ich müsste hier praktisch jeden Schaden gegen verlangsamte und festgehaltene Ziele reinpacken, damit das hier unten eine Wirkung hat. Okay, Freunde, mehr kann ich jetzt zu dieser Waffe hier nicht sagen, weil ich sie selber kaum gespielt habe. Ich habe sie vielleicht ein, zwei Runden gespielt und war verblüfft. Ich werde sie auf jeden Fall behalten, allein schon wegen Trading Time. Da werden einige wahrscheinlich darauf fixiert sein, diese Waffe zu bekommen. Allein nur deswegen habe ich die Waffe auch hochgelevelt, dass ich einigen die Möglichkeit geben kann, diese Waffe so mal auszutesten, bevor man, sagen wir mal, sie freischaltet oder halt sie hochlevelt. Dazu mache ich ja auch das Video. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt in eine Zone rein. Ich habe aber allerdings schlechte Erfahrungen gemacht in einer 88er Zone. Da bin ich jedes Mal gestorben. Und ich weiß, es wollte sagen, ich bin schlecht oder so, aber wie auch immer. Ich werde jetzt einfach mal die Häuserkämpferin Headhunter nehmen, ganz normal mein Setup nehmen und wir werden jetzt einfach mal nach Twin Peaks gehen, eine 76er Zone. Ich denke mal, das wäre passend. Gehen wir am besten hier, sagen wir mal, ja, hier in die Stadt rein und wir sehen uns gleich ingame, Freunde. So, Freunde, wir sind nun auf der Map. Diesmal mache ich das Ganze wieder ohne Facecam. Ich denke mal, man braucht meine Fratze nicht schon wiedersehen. Und zwar, ich habe die Waffe noch gar nicht in solchen Modi gespielt. Ich habe sie nur im Horden-Modus gespielt und ich glaube, im Horden-Modus ist es so, dass die Waffen auch ein bisschen runtergescaled werden. Ich habe keine Ahnung, wie das da läuft. Bin mir da nicht jetzt zu 100% sicher. Deswegen bin ich jetzt einfach in eine 76er Zone reingegangen, um zu gucken, was die Waffe da so reißt, weil da habe ich sie noch gar nicht gespielt. Und ich habe gesehen, im Horden-Modus, Freunde, hat die Waffe auch gut rasiert. Man muss halt sagen, bei der Waffe, es ist nun mal so, dass sie einfach die kompletten Horden wegschießt, die in der Nähe sind. So, ganz kurz mal, damit ihr seht, wie die Waffe schießt. Sie hat ein Magazin von 2 Schuss. Das heißt, wir müssen danach direkt nachladen. Wir schießen jetzt mal. Okay, ihr habt gesehen, die Waffe schießt jetzt auch nicht wirklich so schnell. Sie macht einen Schuss, also 2 Kugeln. Also das heißt, vom Magazin gehen 2 Dinger weg. Und dann ist das Magazin leer, da muss man schon nachladen. Und wir werden jetzt gemeinsam mal einige Hüllen suchen, die so in eine Horde praktisch zusammenlocken. Und dann auf die ballern. Ich denke mal, hier irgendwo werden sich Hüllen mit Sicherheit verstecken.
Auf jeden Fall, Freunde, wenn ich jetzt mal hier gegen schieße, okay, macht sie nur 307 Schaden, ist jetzt nicht so viel. Mal gucken hier gegen diesen Dicken hier, mal gucken, was sie jetzt hier macht, einzeln. Ich gehe jetzt mal ganz nah ran. Okay, 21.000. Boah, Leute, 23.000. Also ganz One-Hit sind die nicht, ne? Das heißt, wenn man die Waffe jetzt, ich sag mal, auf legendär hochgelevelt hat, dann macht ihr auf jeden Fall hier One-Shot, ne? Aber ich bin in einer 76er-Zone und auch wenn die Waffe hier 82.000 SPS hat, heißt das nicht, dass sie die ganze Zeit 82.000 SPS oder Schaden pro Sekunde macht, sondern es wird halt praktisch in einen Wert umgewandelt. Ich habe jetzt hier mittlerweile zwischen 15.000 und 25.000 Schaden gemacht. Hier sind ein paar Hüllen, die werden wir jetzt einfach mal zusammenlocken. Kommt mal hier alle raus, machen wir das hier weg. Schnell hier wegmachen. So. So, jetzt habe ich hier natürlich wieder Naturhüllen, die mich verlangsamen. Ich werde jetzt alle mal ein bisschen nachlocken. So, die fliegen weg, aber ihr seht, die sind nicht One-Hit, ne? Viele sagen ja, das ist jetzt wirklich die OP-ste Waffe, die es jetzt aktuell gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, Freunde, nur weil da jetzt 82.000 SPS steht, wie einige andere YouTuber sagen, oh, das ist jetzt die stärkste Waffe, ist jetzt nicht wirklich, ja. Also ich kann nicht sagen, dass die Waffe schlecht ist. Sie ist ein schniekes Teil. Ja, das ist wirklich eine Waffe, die wahrscheinlich ein paar von euch Spaß machen würden. Aber ihr seht, Freunde, ich muss da schon ein paar Mal draufhauen. Und die Haltbarkeit von der Waffe, ihr seht es, glaube ich, rechts unten, ist jetzt auch nicht wirklich der Burn. Ich habe jetzt ein paar Mal geschossen und die Haltbarkeit geht schon runter. Und die Waffe ist nur auf Malachit gelevelt. Müsste ich also praktisch auf Obsidian leveln, damit sie ein bisschen mehr Haltbarkeit hat. Aber so an sich, in einer 76er-Zone, wo ich jetzt drin bin mit 76er-Gegner, ist die nicht One-Hit. Gegen Nebelmonster, das müssen wir mal austesten. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Nebelmonster suchen. Ob wir irgendwo ein Nebelmonster finden, Zamalma oder irgendwas anderes. Das sind so diese Höhlenlager, die sind jetzt nicht so passend. Weil die Waffe ist halt einfach dafür gedacht, wenn ganz viele Höhlen auf euch zukommen, da haben wir. Wenn ganz viele Höhlen auf euch zukommen, dass ihr dann praktisch da reinfetzt mit der Waffe. Ja? Jetzt hier zum Beispiel so, zack, und jetzt hat es was gebracht. Also das heißt, die Waffe bringt halt nur was, wenn wirklich ganz viele Höhlen aufeinander liegen oder in der Nähe von euch sind. Und sie ist, wie gesagt, sie ist eine richtig Kurzdistanzwaffe. Also man kann jetzt nicht 100 Meter Abstand lassen und dann da draufballern. Das kann ich jetzt euch mal zeigen. Ich habe jetzt 15.000 Schaden gemacht. Ihr seht, die Nebelmonster gehen damit gar nicht down. Also die Waffe, ich weiß nicht, ist jetzt nicht meine absolute Lieblingswaffe. Ich habe es am Anfang, wo ich die SPS gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, holy, was ist das denn? Aber ihr seht jetzt selber, die Waffe an sich, ja, ist jetzt nicht so wirklich der Knaller. Ist jetzt auch nicht wirklich meine eine Fun-Waffe, würde ich jetzt sagen. Also keine Waffe, mit der ich jetzt wirklich die ganze Zeit spielen wollen würde. Weil ihr seht, die Höhlen, da passiert gar nichts, Leute. Gut, ich habe die Waffe jetzt auch nicht wirklich auf Max gelevelt, ja. Aber von so einer SPS habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich weiß nicht, ob die Waffe runtergepatcht worden sind, weil ich habe, glaube ich, bei irgendeinem gesehen, ich weiß nicht, ob es bei die Panda-Zone war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, haben die meistens immer One-Shots gemacht damit, aber die hatten die Waffe ein bisschen höher gelevelt als ich und waren auch in einer 88er-Zone und die Waffe war, glaube ich, auf 106. Und auf 106 oder 130 hat die Waffe eine SPS von 240.000 und selbst da kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass die Waffe gerade so gehypt wird und hier gesagt wird, dass das wirklich so eine, ja, mega Waffe ist. Meiner Meinung nach ist jetzt die Waffe jetzt nicht so lohnenswert zu leveln. Aber das ist nur meine Meinung. Es gibt bestimmt andere Leute, die das anders sehen, Freunde. Und ich will da jetzt auch die Waffe nicht schlecht reden. Aber an sich, für mich ist das jetzt keine Waffe, die ich wirklich intensiv benutzen will. Allein schon die Haltbarkeit, Freunde, schaut unten. Die geht wirklich mit jedem Schuss, geht die runter. Das ist halt wirklich ein bisschen bemängelnswert, sage ich mal. Und der Einschlag hier, den müsste man praktisch leveln, damit die ganzen Hüllen wegfliegen, also praktisch als Einschlag-Perk draufpacken, dann fliegen die Hüllen auch immer wieder weg. Aber ansonsten, ja, ist es halt eine ganz witzige Waffe. Dragonier, wie gesagt, auf Blitzlevel 82 ist bei mir gelevelt und ich kann halt nur sagen, die Waffe für mich lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie zerschreddern möchte oder also beziehungsweise wiederverwerten möchte. Ich möchte mal eure Meinung wissen, ob ich die Waffe einfach in meine Sammlung lassen sollte für euch, fürs Trading Time. Vielleicht möchte ja die Waffe der ein oder andere mal spielen, aber ich denke mal aus der Wiz Army und auf dem Discord Server von uns haben die Waffe so viele Leute schon. Ich denke mal, die werden das dann für euch herstellen. Aber für mich ist das halt eine Waffe, die dann einfach hier doof rumliegt und dann nicht mehr benutzt wird. Also ich werde die Waffe auf jeden Fall nicht nochmal spielen.
ist jetzt keine Lieblingswaffe von mir und ich kann für diese Waffe euch keine Empfehlung rausgeben, sie zu leveln. Wenn ihr sie bekommt oder wenn ihr sie zweimal bekommt, könnt ihr eine behalten. Ich sag mal so einfach aus Spaß, ja. Und die andere halt in die Sammlungsskizze reintun, also ins Sammelalbum. Und dann war es das auch schon mit der Waffe. Es gibt eine weitere Waffe, die Betsy, so viel ich weiß. Das soll ein gutes Scharfschützengewehr sein. Das würde ich auf jeden Fall auch noch vorstellen. Dann gibt es noch so eine leckere Pistole, die ähnlich ist wie die Weißkopfwumme anscheinend. Die werde ich auch noch mir mal angucken. Aber da könnt ihr mal entscheiden, welche Waffe ihr als nächstes sehen wollt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, welche Waffe ihr als nächstes sehen wollt, Freunde, von den neuen Eventwaffen. Und ich würde sagen, ab hier dieser Stelle, ja, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo zu der Dragonair gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Waffe so findet. Und denkt daran, Freunde, wir sind eine Community. Wir halten zusammen, euer Wiz. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.